meine Lieben. In jedem Jahr erfreuen wir uns der Adventszeit. Und heute ist der dritte Advent. Wir schmücken unser Heim und besondere Kerzen finden ihren Platz. Dazwischen dekorieren wir Kugeln und unsere Engelchen, wo jeder Engel seine bestimmte Bedeutung hat. So mancher hält sogar Zwiesprache mit ihnen, weil sie wissen, dass die Engel immer an ihrer Seite sind und ihnen ihren Schutz geben. Gedanken über das Dasein der Kerze macht sich wohl keiner. Warum das so ist? Die Kerze ist nur ein farbiges Ding, das dir das Licht bringt. Ich möchte heute speziell auf eine Kerze eingehen und dir sagen, was die Kerze wohl deckt. Nun hört, was euch die Kerze sagen wird. Wie schön, dass du dich an mich erinnerst. Du erinnerst dich an mich, weil es Advent ist. Mit einem Streichholz zündest du mich an. Siehst meine Flamme, mein Flackern. Erfreust dich an meiner Helligkeit und Wärme. Am Adventskranz treu jede Woche eine mehr. Doch die Freude ist ganz meinerseits, denn ich darf für dich brennen. Ansonsten wäre mein Dasein in einem dunklen Karton in der Schublade und ich würde denken, eigentlich bin ich ganz nutzlos. Meinen Sinn bekomme ich erst, wenn ich brenne, denn dann ist dein persönlicher Engel anwesend und ich bin mit meinem Licht, mit dem Göttlichen verbunden, vereint. Je länger ich aber brenne, desto kürzer werde ich. Doch wenn ich brenne, werde ich zwar kleiner, aber ich gebe euch mein Licht und die Wärme. Das ist die Bedeutung einer Kerze. Aber es erfüllt mich mit Freude, etwas geben zu können und mit dem Göttlichen verbunden zu sein. Ist es nicht auch so bei den Menschen? Wenn die Menschen sich zurückziehen, ist es um euch kalt und leer. Geht ihr auf die Menschen zu, gebt ihr ihnen Wärme und Liebe. So werdet ihr den Sinn des Lebens erkennen. Den Sinn, euer Lachen, die Freude, die Herzlichkeit. Wenn ihr das gebt, werdet ihr erkennen, dass das euer Reichtum ist. Ihr werdet das Glücksgefühl in euch spüren, wenn ihr andere Menschen froh und glücklich gemacht habt. Gebt einfach etwas ab von eurem Licht und der Freude, die euch die Engel geben. Dann wird es um euch heller werden. Denn ein einziges Licht ist mehr wert als alle Dunkelheit in dieser Welt. Auch das Menschenleben erlischt wie eine Kerze. Sollte aber mit Liebe und göttlichem Glauben erfüllt sein. Heute möchte ich euch sinnbildlich eine Kerze geben, die ich aus dem Karton in der Schublade geholt habe. Ich schicke das göttliche Licht zu euch. Das ist das Licht, was ich euch sende. Das schicke ich euch. Es soll in euer Herz leuchten und ihr sollt das Göttliche spüren. Denkt daran,
In dem Moment ist euer eigener Engel an eurer Seite. Nun bitte ich euch, zündet die dritte Kerze an eurem Adventskranz an und erfreut euch an dem Licht. In Liebe, eure Deria.